Guten Abend. Ich darf alle herzlich begrüßen zum 10. und vorerst letzten Vortrag, zumindest Nummer 10 2010. Nächstes Jahr pausiere ich und dann 2012 schauen wir mal, was dann kommt. Ich habe schon neue Ideen, aber das muss ich auch entwickeln weiter. Das sind ja auch Prozesse. Wir lernen ja alle gemeinsam. Und so ein Jahr Pause ist immer ganz gut dazwischen. Es laufen aber weiter die Einführungsseminare. Darf ich kurz darauf hinweisen, hier in der Region und eben in Wien und München und Basel, ab Januar in Basel auch, Basel Nord, die Einführung zu einem Kurs im Wundern als Wochenendseminar. Da gehe ich ziemlich so mal mit Schwung in die Tiefe, kann ich doch eine ganze Menge so rüberbringen und auf den Geschmack bringen. Gut, heute haben wir das Thema das Diesseits, das Jenseits und die Wirklichkeit Gottes. Ein Thema, das sicherlich manch einen doch interessiert. Es ist ja so immer mehr ins Bewusstsein gerückt, dass es sowas gibt wie ein Leben nach dem Tod. Vielleicht gibt es auch ein Leben vor dem Tod. Man möchte es ja nicht glauben, aber es soll ja so sein. Also wenn wir das auch noch entdecken dann und darüber hinausgehen, dann haben wir echt was geleistet. Unsere Ausgangssituation ist sicherlich vom Bewusstseinszustand her dramatischer Natur, wie der Kurs es beschreibt, auf Seite 663. Ich zitiere die berühmte Stelle, eine der wichtigsten 1000 Stellen im Kurs. Ich weiß nicht, welch ein Ding ich bin, und deshalb erkenne ich nicht, was ich tue, wo ich bin, oder wie ich auf die Welt oder auf mich schauen soll. Naja, das sagt alles, nicht? Also das ist ein Zustand von psychiatrischer Verwirrung, ne? Könnte man sagen. Und der ist verbreitet. Wir haben bisher wenig verstanden. Und ich habe hier mal ein Modell aufgezeichnet, so ganz grob. Die Matrixkiste, nennen wir es mal so. Die teilt sich dann auf in Diesseits und Jenseits. Und das ist alles Matrix, auch nach dem Tod, dass das also klar rüberkommt. Nach dem Tod sind wir leider noch nicht im Himmel. Das heißt, wir sind da eigentlich schon jetzt, wir haben es nur noch nicht gemerkt. Das ist unser Problem. Ja, ich muss immer sehr aufpassen, wie ich das da ausdrücke, damit es nicht schief liegt, die Aussage. Nicht Körper, körperliches Leben, und das rein seelische oder geistige im Sinne von Diesseits und Jenseits ist alles erstmal Matrixkiste. Die Diesseitigen wie die Jenseitigen, sogenannten Verstorbenen, wie wir das da nennen, ja, die dahingeschiedenen, aber doch sehr Lebendigen, haben dasselbe Problem wie hier, wie sie es hier schon hatten. Auch danach ist nichts plötzlich mit Erleuchtung. Schön wär's, ja. Also das hätte ich auch gern, aber das werden wir uns anders erarbeiten müssen in gewisser Weise. Das ist ein Prozess. Und ob dieser Prozess hier läuft mit einem Körper oder ohne einen Körper, ist ziemlich egal. Laufen kann er überall. In dieser Dimension, diesseits genannt oder im sogenannten Jenseits. Die Bereiche, streng genommen, durchdringen einander. Es passiert alles am selben Ort. Wenn wir schon mal von einem Ort reden wollen, was aber für den Geist irrelevant ist, für den reinen Geist außerhalb, dieses Sonnenlicht da, ja, angedeutet mal symbolisch, für den reinen Geist spielen Orte keine Rolle, weil Orte ohne Bedeutung sind, weil sie auf der Idee der Trennung basieren. Und im reinen Geist gibt es keine Trennung. Matrix definiere ich in diesem Zusammenhang als das ganze gesamte Ego-Denkmodell. Das Ego-Denksystem basiert auf der Idee der Trennung. Wir sind von Gott, von der Schöpfung, also vom Urquell getrennt. So erleben wir es ja auch subjektiv irgendwo. Und wir sind untereinander auch wieder alle voneinander getrennt. Und die Ebene der Körperlichkeit macht das dann offensichtlich. Das ist für uns schlichtweg der Beweis, dass die Trennung wirklich ist. Es gibt viele Menschen. Solange es viele Menschen gibt und nicht nur den einen Gottessohn, wie der Kurs im Wundern es nennt, haben wir ein Problem. Solange ich mich nicht im anderen erkenne und wahrnehme und erkenne, dass ich das auch bin, ja, streng genommen, rein geistig gesehen, bin ich noch nicht erwacht. Also Matrix meint immer in meinem Sprachgebrauch hier mal als Bild das Ego-Denksystem.
Und das basiert auf Trennung. Auf die Trennung folgt ein Gefühl von Schuld. Also die Urtrennung ist die Trennung von der Quelle, von der Liebe, von Gott, wie auch immer wir das nennen. Und dann folgt sofort ein Gefühl von Schuld. Und diese Schuld bringt Angst hervor, nämlich die Angst vor Strafe. Und das erschafft dann die ganze Welt. Aus dieser geistigen Dynamik heraus ist die ganze Welt entstanden, aus nichts anderem. Sie ist schlichtweg gottloser Unfug. Das will natürlich keiner gerne hören, ne? Weil wir ja dann die Natur verherrlichen und wie schön das hier alles ist, ne? Aber was soll daran schön sein, ne? Wenn einer den anderen frisst oder umbringt oder was auch immer, einer auf Kosten anderer lebt, ne? Daran kann nichts Göttliches sein, weil im Himmel gibt's sowas nicht, ja, dass einer auf Kosten anderer leben kann. Das ist unmöglich, ja, das entspricht nicht dem Prinzip der Liebe. Wir schauen, wir gehen jetzt mal ran. Ich habe spannende Stellen rausgesucht. Ich möchte ja auch den Kurs hier verdeutlichen und nicht nur frei weg hier meins referieren, sondern auch einsteigen da, ganz konkret. Seite 477 im Textbuch, Satz 5, dritter Satz. Da steht, des Körpers Augen sehen nur die Form. Genau. Von Geist keine Spur, nichts. Der Körper kann den Geist nicht sehen, das geht nicht. Er ist dazu gemacht, um Formen zu erkennen, nämlich um Unterschiede, ja, wahrzunehmen, offensichtlich. Unsere fünf Sinne vermitteln uns eine Welt der Unterschiede, von den Temperaturen, den unterschiedlichen, die wir gerade jetzt erleben wieder, ja, den winterlichen im Gegensatz zum Sommer und so weiter. Es geht immer um Unterschiede. Das sind immer verschiedene Bereiche, in die wir uns bewegen. Des Körpers Augen sehen nur die Form. Sie können nicht über das hinaussehen, was zu sehen sie gemacht wurden. Die körperlichen Sinnesorgane wurden dazu gemacht, eine Welt zu bestätigen, die auf Trennung beruht. Mehr können uns die Sinne nicht vermitteln. Wir dürfen nicht so viel von den fünf Sinnen erwarten. Da finden wir keine Wahrheit, da finden wir nur Matrix. Die fünf Sinne haben die Aufgabe, die Matrix zu bestätigen. Sie wurden dazu gemacht, Satz 5 hier, sie wurden dazu gemacht, auf den Irrtum zu schauen und nicht, um über ihn hinaus zu schauen. Na, sehr schön gesagt, das ist eine ganz klare Aussage. Der Irrtum des Egos, des Ego-Denksystems, es gibt ein Leben außerhalb von Gott, jenseits von Gott, es gibt ein Leben getrennt, ja, von Gott, vom Himmel und ein Leben, das Trennung immer wieder hervorbringt, nämlich verschiedene Wesen, dieser Irrtum soll bestätigt werden durch unser physisches Schauen. Ihre Wahrnehmung ist seltsam, in der Tat, denn sie können nur Illusionen sehen und sind nicht fähig, über den Granitblock der Sünde hinauszusehen und bleiben stehen vor der äußeren Form des Nichts. Toll gesagt. Da wird zwar von einem Granitblock der Sünde geredet, ja, die ja auch über Jahrhunderte uns sozusagen vermittelt wurde, dieser Begriff der Sünde, sprich der Realität etwas eines sehr schlimmen, schrecklichen Geschehens, dass wir also von Gott getrennt sind und dass diese Sünde wirklich ist, dass diese Trennung wirklich ist, ist sie aber nicht. Sie ist per Definition ein Kurs in Wundern, nur ein Traum. Wir träumen von ihr. Eigentlich ist nichts passiert. Ihre Wahrnehmung ist seltsam in der Tat, denn sie können nur Illusionen sehen und sind nicht fähig, über den Granitblock der Sünde hinauszusehen und bleiben stehen vor der äußeren Form des Nichts. Äußere Form des Nichts. Form ist nichts. Körper sind streng genommen angesichts der Wirklichkeit des Geistigen nichts. Reines Kino. Bilder im Geist, so könnte man es sagen. Wir sehen Bilder, die erscheinen, auftauchen und vergehen. Was ist mit den vielen Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs? Sie waren einen Moment lang da, wurden dann umgebracht, was weiß ich wie, ja, und sind dann wieder verschwunden. Diese vielen Toten,
Sie sind aber geistig alle in jedem Augenblick da. Davon können wir ausgehen. Weil der Geist nur wirklich ist und wir sind das. Aber wir träumen von der Illusion dieser Formebene. Und darauf will der Kurs hinaus. Man muss sich mal überlegen, ich werde es demnächst mal recherchieren, wie oft im Kurs der Satz steht, ich bin kein Körper. Wer sich für einen Körper hält, muss Angst haben. Das geht nicht anders in dieser Welt. Und jeder kriegt irgendwann die Krise, dass ihm das Leben zwischen den Fingern zerrinnt, sprich wir altern. Und ehe wir uns versehen, sind wir 70, 80, 90 und stehen kurz vorm Ende. Das ist so. Aber das hat null Bedeutung, wenn ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich das nicht weiß, bin ich ein armes Würstel. Ja? Da muss ich Angst haben. Das ist so. Das ist normal. Das ist der Normalzustand des allgemeinen Bewusstseins. Deswegen leben wir in einer Zeit des Körperkults nach wie vor. Körper, Körper, Körper. Das ist das, worauf die Ego-Schiene basiert. Mache die Körperwelt wirklich, damit die Leute geistlos bleiben. Und sie haben alle Angst. Interessant ist, nach dem 11. September stieg 9 Monate später die Geburtenrate in Amerika dramatisch an. Warum? Wenn eine Topfpflanze vertrocknet, kurz vorm Tod steht, was macht sie? Sie treibt. Sie geht in die Blüte. Sie treibt nochmal. Sie geht in den Sex, sozusagen. Nichts weiter. Die Leute haben Angst vorm Tod und bekämpfen ihn mit dem Erschaffen neuer Körper. Das ist alles. Das ist verrückt. Ja, die Sexualität hatte einen irren Stellenwert plötzlich nach dem 11. September. Nach diesem traumatischen, definitiv traumatischen Erlebnis für die Amerikaner. Es war alles in Frage gestellt. Die Nation war angegriffen worden. So haben die Leute das ja erlebt. Erstens war ein Riesenansturm bei der Militärbehörde. Die Leute haben sich gemeldet für den Krieg. Sie wollten in den Krieg. Sie wollten den Feind bekämpfen. Das ist die eine Art, verrückt zu spielen. Und die andere ist, in die Sexualität zu gehen, ja, und zu glauben, man könne dadurch überleben. Das ist das Drama von Menschen, die keine Nachkommen haben, aber zum Beispiel ein riesiges Firmenimperium. Ich habe mehrere Leute schon beraten, wo das der Fall ist. Ein riesiges Firmenimperium und keine Nachfolger. Ja, die Tochter gestorben am Hirntumor, hat selber noch keine Kinder gehabt, das war's. Einziges Kind weg. Oder überhaupt keine Kinder gehabt. Und das ist für die Menschen dann ein Problem. Weil sie ja eine Fortsetzung ihres Seins erleben wollen, in der Form. Das ist aber sowieso nicht möglich. Die Firma ist eh schon verraucht. Das sind ja nur Bilder im Geist, eines Geistes, der träumt. Und das müssen wir uns genauer anschauen. Wenn wir frei sein wollen von Angst, und das ist für mich ein sinnvolles Ziel der Geistesschulung, dass ich sage, ich möchte Frieden. Ich möchte hier ohne Angst leben, egal was hier morgen passiert. Es könnte morgen an der Schweizer Grenze da ja ein Atomkraftwerk oder an der französischen Grenze ein Atomkraftwerk hochgehen und wir haben ein ernstes Problem. Wir haben Strahlenverseuchte und so weiter, wir haben kranke Leute. Ja, es könnte sonst was passieren, das weiß ja kein Mensch. Aber muss uns das beeinträchtigen in unserem Frieden? Müsste es nicht. Müsste es überhaupt nicht. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Weil Frieden ist nicht in der Welt, da werden wir keinen finden. Es kann hier alles Mögliche passieren. Der Partner kann wegrennen, die Kinder können sterben, es kann sonst was passieren. Und Menschen erleben ja auch diese dramatischen Schicksalsschläge. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Dann kann ich in die Verbitterung gehen, in den Angriff gegen Gott und die Kirche und Jesus verfluchen, wie es manche Leute machen. Ja, viele Juden wurden, die überlebt hatten nach dem Holocaust, wurden Atheisten. Die haben gesagt, dann kann es keinen Gott geben, wenn er das zulässt. Was hier geschehen ist. Ich kann das nachvollziehen. Das ist durchaus plausibel. Innerhalb eines Denksystems, das fixiert ist auf die Wirklichkeit der Welt. Aber sie ist nicht wirklich. Sie ist nur ein Traum. Unser Abend hier, diese 2 Stunden, ja, die sind schon wieder vorbei und es hat sie nie gegeben. Eigentlich nicht. Es ist nichts passiert. Außer vielleicht ein Funke von Wahrheit in der Begegnung miteinander. Wenn das geschehen ist, bleibt etwas. Ja? Aber wenn wir den Punkt verpassen, um den es geht, ist alles eben nichts. Es löst sich wieder auf. Und darauf will ich heute Abend in den Textstellen auch genau eingehen. Worum geht's und worum geht es mit Sicherheit nicht, wenn wir von Leben und Tod, von Diesseits und Jenseits und von der Wirklichkeit Gottes
sprechen. Gut, wir gehen mal weiter. Seite 477, 6, 1. Arabisch 6, Abschnitt 6, 1. Diese Augen, die dazu gemacht sind, nicht zu sehen, werden niemals sehen. Oh ja, das will natürlich keiner hören, ja, der auf seine Augen vertraut. Ne? Ist klar. Wir wollen eine Welt sehen und wir wollen, dass sie für uns Bedeutung hat. Ja? Wenn ich einen geistigen Schulungsweg gehe, dann lasse ich immer mehr los von dem, woran ich mal geglaubt habe. Ich erkenne die Bedeutungslosigkeit dessen, woran ich geglaubt habe, nach und nach. Aber ich muss sie so erkennen, dass mir das keine Angst macht. Wenn das zu schnell geht, kriege ich die Krise und Angst. Und dann schmeiße ich das Buch gleich in die Mülltonne. Ein Impuls, der sowieso bei jedem gescheiten Kursschüler mal aufkommt. Ja, Widerstand. Widerstand gegen die Wirklichkeit des Geistes. Das ist normal, weil wir uns als Körper definieren. Ja, das ist nichts Schlimmes jetzt, aber wir sollten das nur wissen, dass solche Phasen mal auftauchen. Diese Augen, die dazu gemacht sind, nicht zu sehen, werden niemals sehen. Denn die Idee, die sie vertreten, hat ihren Macher nicht verlassen und ihr Macher ist es, der mit ihnen schaut. Aha, interessant. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Schon mal gehört? Sicherlich. Die eingeweihten Kursschüler wissen das. Ja? Ideen können ihre Quelle nicht verlassen, weil es kein da draußen gibt. Es gibt nur den Geist. Wir reden eigentlich von dem da oben, von dieser Sonne sozusagen. Nur das hier, das hier, das hier, das hier, das ist wirklich, das hier ist Kino. Die Matrix-Kiste ist reines Kino. Warum gehen wir in ein Kino? Weil wir Drama erleben wollen. Weil wir das für Leben halten, wenn Adrenalin hochschießt und wir, was weiß ich, Freud, Leid und Schmerz und Sehnsucht und vom Winde verweht und hinten rumgeweht und vorne rumgeweht erleben. Ne? So, das wollen wir ja erleben. Das halten wir für Leben. Das hat aber mit Liebe nichts zu tun. Das ist alles Ego-Soße. Ja? Und wenn man das langsam mal durchschaut, wird das unattraktiv. Aber wir müssen es durchschauen, bis wir merken, eigentlich wiederholt sich immer dieselbe Geschichte in der Kiste. Es ist immer das Prinzip der Trennung, das wirkt. Es schafft ein Gefühl von Schuld und Spannung und Angst, nämlich die Angst vor Strafe. Und dann wird diese Wut, also dieser innere Druck, der da entsteht, projiziert als Hass auf andere. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Dann führen wir zum Schluss Krieg. Alles. Alles. Teleskope, Mikroskope. Mit denen wir ja diese Realität so sehr beweisen wollen. Ob wir sehr weit wegschauen, mit den physischen Augen verstärkt durch ein Teleskop und den Saturn, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und so weiter, Transpluto oder was auch immer, ja, beobachten. Oder ob wir in ein Mikroskop schauen und in die Zellularebene gehen. Ist alles dasselbe. Es vermittelt dieselbe Illusion, nämlich nichts. Und das Prinzip ist immer, was wir finden, Trennung, Trennung, Spaltung, 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 Spaltung. Ja, immer mehr, immer weiter. Gar keine Frage. Also Hawking, der englische Physiker, hat natürlich recht, wenn er sagt, dieses Universum, da gibt's keinen Gott. Klar, es hat ja auch keinen Gott gemacht. Da hat er völlig recht. Das waren ja wir. Immerhin, das ist ja schon mal eine Leistung, so viel Unsinn hervorzubringen. Also kosmischer Dimension. Ne? Schon, wir staunen ja dann eigentlich, diese großartige Schöpfung, dass wir das gemacht haben, weil es auf dem Prinzip eines kranken Denksystems beruht, das ist uns überhaupt noch nicht klar geworden. Das sind wir. Wir machen das. Wir haben es kollektiv als träumender Gottessohn projiziert. Die ganze Geschichte, inklusive Körper. Es ist alles dasselbe. Frage: Und was ist, wenn man nun einem Menschen begegnet und etwas dort spürt, in diesem Menschen wahrnimmt? Ist das auch nur Illusion? Die Frage ist, was du siehst. Wenn du Liebe siehst, ja, wenn du etwas Verbindendes im Sinne der Liebe siehst, dann siehst du Wahrheit und der Rest ist Illusion. Alles Trennende zum Beispiel, das sagst du, ja, der ist so, der kann das besser, ich kann das nicht so gut und was der da alles, ja, oder ich kann es besser, der kann es nicht so gut, das ist alles Illusion. Alle Unterschiede sind Illusion, weil es nur ein Sein gibt. Es gibt keine verschiedenen Aspekte. Und Muster sozusagen.
heiß und kalt und all das, das gibt es in Wahrheit nicht. Aber wir wollen, dass es das gibt und deswegen erleben wir das. So. Der Satz war, denn die Idee, die sie vertreten, hat ihren Macher nicht verlassen und ihr Macher ist es, der mit ihnen schaut. Wer ist der Macher? Na, wir. Eben. Wir als Geist. Wir als träumender Geist. Das muss man natürlich dazu sagen. Wir machen Träume. Das hat mit Schöpfung nichts zu tun. Wenn der Kurs von Schöpfung spricht, spricht er von der Schöpfung Gottes. Wir sind die Geschöpfe. Aber diese Geschöpfe haben vergessen, wer sie sind. Wir könnten erschaffen wie Gott. Das ist auch unsere Funktion und Aufgabe, Liebe auszudehnen wie der Vater. Der Sohn soll die Liebe ausdehnen wie der Vater. Sohn und Vater sind natürlich Metaphern. Da sitzt kein Big Daddy da oben, ja? Und wir sind der eine Sohn oder so. Das ist alles sind ja nur Bilder. Bitte richtig verstehen. Aber der Sohn kann nichts anderes als der Vater tun, weil er ja sozusagen in Anführungsstrichen das geistige Erbe des Vaters in sich trägt und verwirklicht. Woher sollte etwas Schlechtes kommen? Etwas Schlechtes kann nicht kommen aus dem Sohn. Und dann fragt sich natürlich jeder, ja, und wie kommt es zu dieser wahnsinnigen Welt, wo Hauen und Stechen das Gesetz sind? Der Sohn träumt gerade schlecht. Aber davon weiß der Vater nichts. Der Vater weiß nicht, dass wir träumen. Deswegen kann auch Gott nicht in unseren Traum kommen und hier was verändern. Das wäre eine verrückte Annahme. Jesus kann nicht unseren Traum reparieren, dass das hier besser läuft. Das müssen wir schon selber tun. Das war beim letzten Vortrag der Aspekt der Macht. Die eigene schöpferische Macht zu akzeptieren und unter Umständen sogar innerhalb der Matrix mal ein bisschen das Mobiliar zu verschieben. Und manche nennen es dann Wunder, wenn zum Beispiel plötzlich zufällig eine Heilung geschieht. Was heißt zufällig? Auch Heilung wird gewählt, ja? Wie der Kurs richtig sagt. Es ist alles eine Entscheidung. Alles, was wir erleben, ist eine Entscheidung. Und wir erleben nur das, was wir erleben wollen. Und wir wollen träumen, sonst wären wir nicht hier. Kann mir keiner sagen, es war nicht so gemeint, ne? Und meine Eltern sind schuld. Ja, 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 die ganze Soße. Das ist Unsinn, das stimmt so nicht. Wir wollen hier sein. Wir glauben, dass das einen Wert hat, die Idee der Trennung, die Idee, dass das attraktiv ist, die Idee der Besonderheit, jemand Besonderes zu sein. Das heißt ja, ich hebe mich ab von anderen. Da muss ein Unterschied sein zu anderen. Es muss ein anderer da sein, sonst kann ich nichts Besonderes sein. Sonst funktioniert das nicht. Und diese Besonderheit, die basiert auf der Idee der Trennung logischerweise. Und damit ist der nächste Krieg vorprogrammiert. Weil der andere wird den Unterschied zu mir spüren. Und er wird schauen, dass er noch besonderer ist als ich. Und jeder versucht, noch besonderer zu sein als der andere, der schon sehr besonders ist. Ob nun im Guten oder im Schlimmen, ob wir das auf die Kunst, Kultur beziehen oder auf, wer ist das größte Schwein in Österreich, Deutschland, Schweiz, das ist egal. Hauptsache besonders. Das ist das Ego. Das Ego will Besonderheit. Denn Besonderheit schafft Spannung. Und Adrenalinspannung, ja, das ist der Motor der Welt. So läuft das hier. Action. Genau. Der Wettlauf. Und das kann man sogar auf spirituelle Gruppen übertragen. Da läuft dieselbe Soße. Wer ist als Erster durch? Wer ist als Erster erwacht? Das ist eine absurde Fragestellung. Die ist sowas von verrückt. Merken wir, da läuft das Ego schon wieder mit, aber auf hohem Niveau, ganz spirituell natürlich, ja. Jetzt sind wir ganz geistig egoman, aber immer noch egoman, geistig spirituell aktiv. Wer hat als Erster die Wand durchschritten? Naja, wer so eine Frage stellt, der ist in der tiefsten Ego-Schublade gefangen, ne? Weil diese Frage sich nachher nicht mehr stellt. Es ist schlichtweg egal, ja. Also der Macher sind wir und er schaut mit den Augen, die das erblicken sollen, was der Macher vorher im Geist entschieden hat. Was war das Ziel ihres Machers sonst, als nicht zu sehen, nämlich keine Wahrheit zu sehen, sondern Illusionen, Bilder, Kino? Dafür sind des Körpers Augen ein perfektes Mittel, zum Sehen aber nicht. Also im Sinne von Wahrheit sehen, Wahrheit erkennen. Sie, wie des Körpers Augen, auf äußerlichem ruhen und nicht darüber hinausgehen können. Beobachte, wie sie vor dem Nichts innehalten, unfähig über die Form hinaus zur Bedeutung zu gelangen. Es gibt nichts, was so blind macht wie die Wahrnehmung der Form.
Köstlich, das ist doch ein netter Satz. Hey, damit können wir heute Abend einschlafen, dann kommen wir vielleicht zu einer tiefen Einsicht. Ja, nicht? Es gibt nichts, was so blind macht wie die Wahrnehmung der Form. Denn der Anblick der Form bedeutet, und jetzt kommt's, dass das Verständnis verschleiert ist. Das ist die alte Urgeschichte im Kurs Form und Inhalt. Meistens sind wir auf der falschen Ebene. Wir sind auf der Formebene gefangen. Wir kommen nicht zum Inhalt. Was ist die Bedeutung? Was wird vermittelt? Welchem Zwecke dient es? Das wäre eine inhaltliche Frage. Nicht, wie schön schaut es denn nun aus oder wie schrecklich? Nein, welchem Zwecke dient es? Der Zweck ist die Frage. Es kann nur der Wahrheit oder der Lüge dienen. Ja, das ist der Punkt. Welchem Zwecke dient etwas? Und das ist eine Inhaltsfrage. Die Form ist ziemlich egal. Die Form ist so unbedeutend, dass man sogar von ihr sehr getäuscht werden kann. Es kann schön schillern und glänzen, ja, und dahinter ist heiße Luft. Gar nichts. Und der andere sieht völlig unbedeutend, da schaut die Form völlig unbedeutend aus, aber da ist was ganz Tiefes darin. Ja, ich würde mich von der Form, also muss man vorsichtig sein, ne? Nicht von der Form unbedingt auf den Inhalt schließen. Nur Fehler haben verschiedene Formen, daher können sie täuschen. Du kannst die Form verändern, weil, kursiv geschrieben, weil sie nicht wahr ist. Sie könnte nicht die Wirklichkeit sein, weil sie verändert werden kann. Das ist es. Alles, was verändert werden kann, ist nicht die Wahrheit, sondern Illusion. Die Wahrheit ist, Ende der Durchsage. Punkt. Die Liebe ist, das Licht der Gottes leuchtet. Punkt. Aber es gibt da keine Unterschiede. Am Montag mal ein bisschen stärker, am Dienstag etwas schwächer und am Mittwoch geht's dann wieder. Nein, so nicht. Erstens gibt's keine Zeit, keinen Raum, keine Grade des Unterschieds. Gibt es nicht. Aber wir erleben hier in der Form Unterschiede und wir nehmen dieses Bewusstsein, in dem wir uns hier befinden, eins zu eins mit in den Bereich Jenseits. Sprich, wenn wir mausetot umfallen, ja, und drüben, in Anführungsstrichen, drüben ankommen. Drüben heißt aber auch hier, weil wo soll man denn hingehen, wenn wir eh Geist sind und uns gar nicht irgendwo hinbewegen können? Allein mit diesem Gedanken mal meditativ umzugehen, verändert etwas in euch. Kann ich euch garantieren. Ich bin reiner Geist. Ich kann nirgendwo hingehen, weil ich überall bin. Hoi. Damit löse ich mich vom Körperbewusstsein. Merkt ihr das? Wenn ihr mal mit diesen Gedanken, in Anführungsstrichen, experimentiert, macht es mal. Wie auch, wenn ihr die Zeit überschreiten wollt, dieser nette Satz, der mir mal kam, alles ist immer jetzt. Das ist paradox. Wie kann alles immer jetzt sein, wenn wir doch an Vergangenheit und Zukunft glauben? Dass da irgendetwas noch nicht geschehen ist und vielleicht noch kommt. Ja, nichts ist so, wie es scheint. Es ist alles ganz anders, als wir dachten. Also, ich bin reiner Geist. Ich bin überall. Ich muss mich nirgendwo hinbewegen, weil ich kein Körper bin. Nordamerika, New York, Hamburg, Wien, Zürich. Alles in mir. Ich bin das. Das heißt nicht, dass wir körperliche Wahrnehmungen leugnen sollen. Das heißt es nicht. Ich war neulich in Wien und ich bin in Schönbrunn rumgelaufen. Ganz nette Anlage dort, hat mir gefallen. So, ja, das ist ja nichts Schlimmes. Das ist keine Sünde, in so einem Park rumzulaufen und zu glauben, dass man das getan hat vor ein paar Wochen. Das ist nicht schlimm. Wir wollen es nur in einem anderen Licht sehen. Ich bin auch jetzt noch dort und ich bin jetzt überall. San Francisco und New York und Philadelphia und wo ich überall war. Ja, das sind Bilder. Dann hast du den Bezugspunkt nicht. Richtig. Ja, das ist schon richtig. Es sind Erinnerungen. Es sind Bilder im Geist. Darauf will ich hinaus. Mehr nicht.
diese Orte sind Bilder und wir machen Bilder, weil wir Bilder sehen wollen. Das macht alles der Geist. Mein Körper scheint dort gewesen zu sein. Aber das sind alles Illusionen, weil es diese Orte in dem strengen Sinne nie gegeben hat. Es gibt sie nur in meiner Vorstellung. Und unsere Vorstellung ist die von einer Welt. Europa, Österreich, Deutschland, Schweiz, Orte, ja, und Zeit. Und wir wollen das so erleben. Aber eigentlich stimmt es nicht. Und wenn ich jetzt ins sogenannte Jenseits gehe, dann erlebe ich die Zeit zum Beispiel anders. Es gibt auch eine Art von Zeit dort, aber sie wird anders erlebt, schwer zu beschreiben. Es ist anders. Man sagt ja, viele haben das erlebt bei den klinisch Verstorbenen, also klinisch Toten Forschungen, Kübler-Ross, Moody und so weiter, dass die Leute, wenn sie rübergehen in Anführungsstriche, wenn sie ihren Körper endlich mal loslassen, ja, dass sie dann einen Lebensfilm sehen, dass sie bedeutende Momente ihres Lebens erfahren nochmal, so Revue passieren lassen. Ja? Das ist natürlich alles Illusionswelt. Ein Leben, das es nie gegeben hat, ist nicht wirklich. Aber wir wollen, dass es das gegeben hat. Also sehen wir diese Bilder. So, und dann kommt interessanterweise in uns eine moralische Instanz hoch, die sofort bewertet, was sie sieht. Und sagt, ja, das war gut und das war nicht so gut. Ja? Und wenn man Glück hat, hört man vorher noch eine Stimme, bevor der Projektor angeschmissen wird für den Lebensfilm. Und dann sagt diese Stimme, also du wirst da gleich was sehen. Aber jetzt bitte ich dich um eins, schau sehr freundlich auf das, was du siehst. Und verurteile das mal bitte nicht. Die Stimme wird meistens überhört, ne? Die Leute düsen dann voll in die Sachen rein. Ja? Aber diese Stimme ist irgendwo da. Schau bitte mit Liebe auf das, was du gleich siehst. Und dann gucken die Leute und sehen die Bilder ihres Lebens. Vielleicht ihre Geburt oder ein Fahrradunfall oder ein Autounfall oder irgendwelche dramatischen Situationen, wie auch immer. Das Verliebtsein, die Scheidung, Hauen und Stechen, der Kampf mit Kollegen, Stühlchensägen und so weiter, ne? Stuhlbeinsägen, was auch immer da war. Und das, was uns emotional stark berührt hat. Ne? Jetzt kommen diese Sachen hoch. Und jetzt besteht in der Seele, im Ego-Denksystem, der Druck sozusagen, sofort ein Urteil abzugeben. Weil das Ego-Denksystem basiert auf Teilen, Urteilen, Beurteilen. Auch das ist Teilen. Ja? Sofort wird Gericht gehalten. Und das ist wie ein Zwang. Wenn man das vorher nicht gelernt hat, das Urteilen zu lassen, ist man danach immer noch so stark da drin. Hat man es gelernt, es zu lassen, zu Lebzeiten, hat man das geübt, kann man wesentlich entspannter die Sache angehen. Weil man merkt, das ist alles nicht so wichtig, was da jetzt kommt. Ja? Es muss mich nicht in Unfrieden stürzen oder in Stress und in Angst. Aber jetzt sehen die Leute diese Bilder. Und was machen sie? Sie sind sofort mit den Bildern wieder identifiziert. Oh mein Gott, der Tod meines Kindes. Ja, da war ich wütend oder was auch immer dann kommt. Ja? Und da war ich verzweifelt und jetzt gehen sie da wieder rein und wollen immer noch in diesen Filmbildern auch bleiben. Das Verrückte ist, dass Bilder, die von Schmerz, von Angst, von Schuld durchtränkt sind, für uns attraktiv sind. Es zieht uns dahin. Parallele finden wir in der Attraktivität eines schrecklichen Kulturprogramms. Zu Deutsch Hauen und Stechen sind immer ganz oben. Der Kriminalfilm am Sonntagabend. Am besten jeden Abend. Wie viele Tote können wir auffahren? Wie viele böse Wichte können wir da jagen und verurteilen und hau drauf? Nicht? Das hat einen hohen Attraktivitätswert. Warum? Weil es dem Ego-Denksystem entspricht. Unterschiede zu sehen, die Welt in Gut und Böse einzuteilen, um den Schuldkonflikt am Laufen zu halten. Sprich die Illusionswelt. Unsere ganze Welt basiert auf Trennung, auf Schuld, auf Angst, auf Hass, auf Wut, auf Verzweiflung. Das sind die Emotionen, von denen diese Welt hier lebt. Daraus ist sie gemacht. Das will uns der Kurs nahebringen. Und das mal als bedeutungslos zu erkennen, wäre ein Schritt in den inneren Frieden. Und dann kommen die Superschlauen und sagen, ja, dann ist aber langweilig, Reinhard, da läuft ja nichts mehr. Ja, also wenn ich in den Frieden gehe, da ist ja nichts mehr los. Aber wie köstlich dieser Frieden ist,
wenn keine Spannung mehr da ist im negativen Sinne, sondern ein Wohlgefühl, ein rundes Gefühl, ein Gefühl der Sicherheit zum Beispiel. Ich werde nicht angegriffen und ich muss niemanden angreifen. Das ist vielen überhaupt nicht bewusst. Das kennen viele gar nicht. Es ist immer Stress. Von wem kriege ich gleich eins drauf? Ja? Man erwartet immer das Schlimmste. Das ist ganz klar. Was sind unsere unbewussten Erwartungen? Wenn wir die Menschen nach ihren Befürchtungen fragen, dann reden sie eigentlich von ihrer Zukunft. Das klingt jetzt schlimm, aber es ist so. Was befürchtest du für dein Leben? Na, erzähl doch mal. Okay, verlängern wir die Linie. Wenn du das jeden Tag schön pflegst, deine Befürchtungen, dann kommt das auch so. Denn eine Befürchtung ist eine geheime Absicht. Das vergessen die meisten. Das ist das magische Wort, geheime Absicht. Der Geheimagent ist am Arbeiten. Und der Geheimagent ist der Matrix-Ingenieur. Ja, der Ingenieur, der Matrix. Und das ist das Ego. Und das Ego sagt, ja, du musst dich fürchten. Du musst dich fürchten vor der Strafe Gottes. Du hast was Schlimmes getan. Aber, und jetzt kommt der Trick, ich muss da so ein bisschen den Schleier drüber legen. Das Zauberwort heißt griechisch Amnesie. Ohne Erinnerung. Ich mache dich ein bisschen doof, ne? Würde man in Norddeutschland sagen, ne? Ein bisschen doof. So, du weißt nicht mehr, was du getan hast. Aber ein bisschen musst du es doch noch spüren, damit du weiterrennst, damit die Sache hier läuft. Ja, also wir spüren so ein Grummeln, so in der Tiefe, so ein Gewitter. Das ist das geistige Ego-Gewitter. Und das Ego-Gewitter erinnert uns spätestens daran, wenn die böse Schwiegermutter kommt, ne? Oder der Chef, der nicht das Gehalt erhöhen will oder mir kündigt oder wie auch immer. Dann kommt die Sache wieder in Gang, dass wir ja auch schön in der Kiste da bleiben, in der Matrix. Das ist der Punkt. Wer Angst hat, spielt weiter mit. Sehr schön zu sehen in dem Film The Game, das Spiel, einer der wichtigsten 100 Filme, nebenbei gesagt. Die Filmliste kommt demnächst. Ich bin jetzt dran, ich wurde jetzt darauf angesprochen, mehrmals. Reinhard, wann kommt endlich die wichtigsten 100 Filme im Lear-Index? Ne? Und das wird jetzt kommen. Also ich stelle die jetzt mal zusammen. Ich weiß nicht, ob ich auf 100 komme, aber auf 30, 40 komme ich sicherlich. Sehr gute Filme. Und das Spiel mit Michael Douglas, The Game, was ja auch die Doppelbedeutung Wildbrett hat. Michael wird gejagt wie so ein armes Schwein, ja, durch den Film. Und er spielt mit, weil er in der Angst bleibt. Er hat ja Angst um sein kleines, dummes Leben, um seinen Körper, um seine Millionchen und so weiter. Immer wenn wir Angst haben, sind wir gute Ego-Partner. Wir können es mal so rumformulieren. Wer Angst hat, spielt mit. Das ist einfach fantastisch fürs Ego, da feiert es Feste, da sagt es wieder 100 Punkte. Den haben wir in der Tasche. Und wer keine Angst hat, der droht dem Ego zu entgleiten. Das ist das Spannende. Und verursacht Verwirrung im Umfeld. Weil das Umfeld rechnet ja auch immer mit Angst und mit neurotischen Reaktionen. Wenn ich die nicht biete, verunsichere ich mein Umfeld. Schlimmstenfalls meinen Partner, Lebenspartner. Also absolut verunsichern. Wenn zum Beispiel der Partner keine Angst mehr hat, dass man ihm wegläuft. Das ist völlig verunsichert. Das Normale ist, dass man hier als anständiger Partner und Bürger hier Angst hat, dass einem der andere wegläuft. Stellt euch mal vor, ihr habt das nicht mehr. Das wäre doch nett. Manche wünschen sich vielleicht, dass der andere wegläuft. Das wäre der Umgekehrte. Das weiß ich natürlich nicht, okay? Ich kenne ja nicht alle eure geheimsten Wünsche, wie ihr loswerden wollt, okay? Wir steigen weiter ein im Textbuch. Ich möchte da noch schauen jetzt. Wir sind ja gerade am Warmlaufen hier. Seite 485, Arabisch 14, 3 bis 8. Was sonst kann das bedeuten, als dass dein Geist eins ist mit deines Bruders Geist? Betrachte diese glückliche Tatsache nicht mit Angst und denk nicht, sie erlege dir eine schwere Bürde auf. Denn wenn du sie mit Freuden angenommen hast, wird dir klar werden, dass deine Beziehung eine Widerspiegelung der Einheit des Schöpfers mit seinem Sohn ist. Von einem liebenden Geist gibt es keine Trennung. Und jeder Gedanke in dem einen bringt dem anderen Freude, weil sie dasselbe sind. Die Freude ist unbegrenzt, weil jeder leuchtende Gedanke der Liebe sein Dasein ausdehnt und mehr von sich erschafft. Na, das ist hier jetzt schon mal so ein bisschen Perspektive auf himmlische Sphären, ne? Das meint jetzt hier außerhalb der Kiste.
Und das könnten wir scheinbar noch in der Kiste seiend auch erleben. Wir erleben ja Einssein, ja, so Verschmelzung erst auch mal als was Bedrohliches. Was, ich soll eins sein und dann noch mit diesen blöden Menschen da, ja, neben mir und so weiter, hör doch auf, ne, lass mich doch in Frieden. Und vor dem muss ich mich doch schützen. Ne? Das sind ja unsere Ideen, weil wir die anderen falsch sehen. Wir sehen sie schlichtweg falsch, nämlich durch die Ego-Brille. Und was sieht das Ego? Feinde. Auch ein paar Freunde, aber die könnten auch zu Feinden werden. Deswegen muss man sich versichern, dass die Freunde nicht plötzlich andere Gesinnung bekommen. Merkt ihr, wie kompliziert das ist? Das Ego-Denksystem ist sehr raffiniert, sehr kompliziert. Und jetzt müssen wir doch sehr aufpassen, die heutigen Freunde können morgen die Feinde sein. Ja, das ist ja alles sehr seltsam. Das müssen wir mal in Frage stellen. Und hier geht es darum, dass Einheit angedeutet wird. Einheit ist aber im Geist, nicht im Körper. Im Körper gibt's keine. Das will ich mal sehen. Ne? Ein Fleisch, alles Quatsch. Genau, dann ist das tote Klopse, ne? Dann sind die schon so ungefähr, ne? Also das können wir vergessen. Diese Idee ist absurd, Einheit in der Welt zu suchen auf körperlicher Ebene, in der Formebene. Die Formebene ist ein Symbol für Trennung. Der Geist ist abstrakt, er kennt keine Form. Das ist eine wichtige Einsicht. Der reine Geist kennt keine Form, weil Form eine Erfindung des Egos ist. Wer sie preist, der preist das Ego. Die Formenwelt kann einem anderen Zwecke dienen, sagt der Kurs zu Recht. Sie muss nicht dem Zweck der Verstärkung der Trennung dienen, sondern sie könnte dem Zweck der Heilung, sprich des Erwachens aus dem Albtraum dieser Welt dienen. Das wäre schön. Das wäre anzustreben. Warum nicht? Ja, aber das ist die Frage, ob wir der Form diesen Zweck geben oder ob wir noch unser eigenes Süppchen kochen und unser kleines Imperium aufbauen und stärken und verteidigen wollen. Das ist die Frage. Machen wir die Türen auf oder zu? Im Geiste wohlgemerkt. Ich werde nicht zu Weihnachten mit ganz Appenzell oder Deutschland, Österreich, Schweiz unter einem Weihnachtsbaum sitzen. Das ist formmäßig offensichtlich nicht möglich. Aber im Geiste geht das schon. Da kriege ich das sogar mit der ganzen Welt hin. Ja, mit allen Menschen, egal wo die sind. Weil der Geist ist frei, die Form ist gefesselt, die ist immer unfrei. Ja, die Form ist begrenzt, ist ja das Wesen der Form, dass sie eine Begrenzung ausdrückt, sprich Trennung. Und da sind wir wieder beim Ego. Wir müssen nicht die Form jetzt verurteilen. Wir sollen nur erkennen, dass sie absurd ist, dass sie verrückt ist, dass sie ein Denksystem ausdrückt, das nichts mit Liebe zu tun hat. Die Idee der Trennung hat nichts mit Liebe zu tun. Im Gegenteil, sie ist ein Angriff darauf. Das ist unsere Welt. Da kann man die Natur verherrlichen, wie man will, oder diese Welt. Ja, das nützt uns alles nichts. Das bleibt immer noch ein Angriff auf die Liebe. Es hat mit Einheit nichts zu tun. Wird es hier in der Welt so nie geben. Deswegen kann es auch in diesem strengen Sinne in der Welt nie Frieden geben. Das könnt ihr vergessen. Dafür ist sie nicht gemacht worden. Falscher Zweck. Es kann nicht funktionieren. Das wird es nicht geben. Weil wenn ich zwei Leute sehe mit einem dicken, fetten Ego, ja, da weiß ich, was bei rauskommt. Krieg. Das ist im Laden so, wenn irgendeine Interaktion geschieht oder in einer Partnerschaft schon so. Es rennt ja immer die Ego-Spur, Tonspur mit, die geistige. Und wir haben die Chance, uns dessen bewusst zu werden, dass das so ist. Und dann können wir lernen, den Weg der Heilung zu wählen. Das ist was anderes. Deswegen sind wir ja hier. Also nicht die Welt verdammen. Falsch. Falsche Reaktion. Eine gewisse entspannte Gleichgültigkeit entwickeln ihr gegenüber. Viel besser. Eine entspannte Gleichgültigkeit. Haben wir uns richtig verstanden? Nicht verdammen, nicht bekämpfen, nicht darin schwelgen. Wer in der Welt schwelgt, meint, dass sie noch einen Gewinn bringt. Tut sie aber gar nichts. Alles fauler Zauber. Auch die schönsten Sachen werden enden. Das schönste Fest, der schönste Orgasmus, es nützt euch nichts. Es endet. Es ist an Körper gebunden, damit an Raum und Zeit, indiskutabel in Sachen Erleuchtung. Erleuchtung ist zeitlos, raumlos, körperlos. Eben.
100 Punkte, du hast es verstanden, kannst gehen. Gut, okay. Alles klar. Ja, genau, die Liebe ist so. Sie ist jenseits all unserer Kategorien der Vorstellung, auch diesseits und jenseits, das ist alles Matrixkiste. Jesus oder Gott, der den Engel, interessiert nur unser geistiger Zustand, wes Geistes Kind wir sind, buchstäblich. Mehr interessiert nicht. Kaffee trinken ist genauso sündig wie Kuchen essen, wie ein Banküberfall, wie wir können jetzt alle Dinge hier, für Jesus wäre das alles dasselbe, nämlich völlig bedeutungslos. Keine Bedeutung. Er würde sagen, keine weiteren Fragen. Können wir das kurz mal beiseite schieben? Da ist ja gar nichts. Ja, und wir machen natürlich einen Unterschied. Ein Banküberfall ist eindeutig schlimmer als Kaffee trinken in Kaffee Landmann in Wien. Ja, eindeutig, doch. Geiselnahme, eindeutig. Ja, natürlich, das erscheint uns so. Wir reden hier von einer geistigen Dimension, bitte. Dass wir noch Gerichte, Polizei und ein Strafgesetzbuch brauchen, ist klar. Das verstehen wir uns bitte richtig. Aber vom Prinzip her der Bedeutungslosigkeit, ob ich mit Jesus gerade Golgatha-Revue passieren lasse oder mit ihm am Bodensee scheinbar spazieren gehe, für ihn ist das alles dasselbe. Es hat keine Bedeutung. Weil für ihn nur der reine Geist ist und alles andere sind Bilder in meinem träumenden Zustand. Und von dem, streng genommen, weiß er nichts, weil er ist ja nicht wahnsinnig. Er war ja nun wirklich klar. Und deswegen konnte er auch keinen Schmerz erleben und all diese Dinge. Wie kann ein Erwachter Schmerz erleben, wenn er weiß, das ist alles Illusion? Das wäre ja so, als wäre jemand im Kino, sieht einen Lebensfilm, einen wahnsinnigen Film und leidet wie der, kriegt ein Krebsgeschwür wie der auf der Leinwand, ja, und ist voll identifiziert und ahmt all das nach, was er da in Bildern sieht und hält sich für die Person. Kriegt Schweißausbrüche, schwitzt, leidet, rennt, ist unruhig im Stuhl, möchte am liebsten laufen und so weiter. Da würde man sagen, Junge, du nimmst das zu ernst. Lass das bitte. Ich mache mir jetzt echt Sorgen, ja? Stellt euch mal jemanden im Kino so vor, der das alles miterlebt, psychisch und auch schon körperlich und schwitzt und rennt und da regelrecht durchknallt. Wir würden uns ja Sorgen um den machen. Nimm das bitte nicht zu ernst. Ist doch nur ein Film. Was regst du dich denn auf? Wir können auch rausgehen. Soll man ein Bier trinken? Was? Rausgehen? Ich kann doch... Nein, nein, nein. Oh nein, oh schrecklich, schon wieder da, guck doch mal. Ja, und so ähnlich erleben das die Verstorbenen auch. Sie sind noch im Kino. Sie erleben noch Kino. Sie erleben den ganzen Stress nochmal. Und dann müssen sie sich orientieren über ihre neue Situation. Und die erstaunlichste Erkenntnis ist, ich bin gestorben, aber ich bin noch da. Und das muss man erst mal verstehen, wenn man so ein richtiger Realist hier war, sprich Materialist, und sagt, es gibt doch nur Körper, das ist doch völlig das, sehe ich doch, spüre ich doch, weiß ich doch, darauf kann ich doch bauen. Naja, wie lange denn? 80, 90 Jahre. Wenn man Pech hat, kürzer. Was soll das? Aber mit dem Bewusstseinszustand gehen die meisten rüber. Und denen muss ich dann erst mal klar machen, dass sie gestorben sind. Und trotzdem noch leben. Hochinteressant. Das ist manchmal ziemlich schwierig. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, ich darf die hier offen erzählen, ich nenne keine Namen, natürlich nicht. Bei einer Bekannten in Deutschland war das, die sagte, du Reinhard, ich habe ein ernstes Problem. Ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Bei mir rennt immer ein T-Shirt durch die Wohnung. Ich sehe nur ein T-Shirt. Und nachts ist jemand bei mir, die schläft neben ihrem Mann im Bett, und der legt sich auf mich. Und ich sage, Mann oder Frau? Mann, eindeutig. Ich spüre die Energie. Es muss ein Mann sein. Und sie erlebt das so. Und ich nehme das ernst. Und dann habe ich natürlich geforscht und gefragt, sag mal, ist bei dir jemand gestorben im Umfeld, Verwandtschaft, Bekanntschaft in letzter Zeit? Und dann hat sie überlegt und dann kam sie drauf, ja, ja, mein Neffe, Motorradunfall, war sofort tot. Ich sage, der wird sein. Das gucken wir uns jetzt an. Ja? Und man kann das trainieren, man geht da rein, man nimmt Kontakt auf im Geist, ja. Und ich hatte den sofort an der Strippe, ne. Und der schimpfte erst mal rum, ne. Was bist denn du für ein Depp und so weiter, ne. Und jetzt ging das so richtig auch im Dialekt, ne. So, er legte sofort, ging auf 200 und endlich mal nahm ihn jemand ernst, ne. Endlich, ich nahm ihn ja nun ernst. Und sie auch, aber sie hatte ein Problem damit, sie wollte ihn loswerden.
Plötzlicher Motorradunfall, der Mann wusste nicht, dass er tot war. Er verstand nichts mehr, war völlig in der Verwirrung. Er sagte, ich bin noch da, ich verstehe das überhaupt nicht, ich bin doch da, ich lebe doch, keiner sieht mich mehr, ich will zur Arbeit gehen, mein Platz ist besetzt, was soll denn das alles? Der fühlte sich völlig verarscht. So geht's den meisten. Naja, und dann nimmt er mal so ein Spukphänomen, ein Spukhaus, ne, wo die Leute noch drin rumhocken, und wie mein Freund mal sagte, da in dem alten Sessel, da sitzt immer noch einer. Der geht nicht raus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe die Wohnung jetzt gemietet, ich will, dass der endlich mal rausgeht. Macht er aber nicht. Ja? Und diese Phänomene, wenn man sich mal umhört und die Leute mal ehrlich reden über ihre Wahrnehmung, ich habe viele Vorträge über 20, 30 Jahre zu dieser Thematik gehalten, dann fangen die an, plötzlich zu plaudern und dann erzählen sie ihre Geschichten. Normalerweise spricht man ja nicht über solche Sachen. Es könnte ja gefährlich werden, von wegen Psychiatrie und so. Ja, 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 weil keiner seiner Wahrnehmung traut. Das sind natürlich Traumwahrnehmungen, aber für uns erstmal verwertbar im Sinne von, na, hochinteressant. Offenbar gibt's eine Seele. Das ist ja spannend, so was Geistiges, so ein Gespinst, etwas sehr Feines und manchmal auch ein Gespenst. Und dann kriegen die Leute Angst. Das war für mich in dieser Zeit, wo ich immer wieder auch über diese Dinge sprach, so früher, ja, hochspannend. Plötzlich kamen die Leute mit Wahrnehmung an, ob es da eine alte Frau war, die sagte, ja, ja, wie mein Sohn starb an der Ostfront, plötzlich ging er die Stiegen hoch abends um 12. Nachts um 12, ich hörte ihn und dann ging die Tür zu und er legte sich ins Bett und ich spürte die Dielen und ich wusste, jetzt ist er tot. Jetzt ist er nach Hause gekommen. Ja. Und das sind Wahrnehmungen innerhalb des Traumfilms, klar. Aber nehme ich ernst. Ja. Und dieser Frau lief dieser Typ da dauernd durch die Wohnung, so, ihr Neffe. Und dann habe ich mit dem geredet und dann habe ich gesagt, das machen wir jetzt zusammen, weil es ist ja eigentlich dein Job, ne? Du bist ja hier die Betroffene, nicht ich. So. Und dann habe ich gesagt, das machst du jetzt mal. Du zündest eine Kerze an und klärst sie mal auf über seinen Zustand. Ja? Und dann lässt du ihn langsam mal gehen, dass er weitergeht, dass er aufwacht und hier nicht mehr rumschimpft. Nach 6 Wochen war die Sache erledigt. Der Arzt wollte jetzt schon Psychopharmaka geben. Ne? Was machen Psychopharmaka? Sie dimmen uns runter. Nicht? Sie entkoppeln die Wahrnehmungsfähigkeit. Das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Ich verstehe das, die Leute wissen von nichts, sie können nicht anders, will ich nicht verurteilen, aber es ist nicht die Lösung. Was macht man jetzt mit den sogenannten, im Katholizismus ja bekannten Phänomen der armen Seelen? Das wäre ja so ein Beispiel. Ne? So, da gibt es nun verschiedene Herangehensweisen. Das eine ist, man betet für sie. Ne? Genau. Ja und nein. Ich sehe es heute differenzierter. Ich erzähle euch mal eine Geschichte zum Thema Lichtarbeiter und Gebet und Licht schicken, ja, Liebe hinschicken. Ich war ja auch mal so einer, ne? Muss man ja ehrlich sagen. Genau. Und da war der Vater eines Freundes, Schulfreundes von mir gestorben. Und ich dachte, na, also der braucht jetzt bestimmt Hilfe, dem kann es nicht gut gehen. Ne? War ich sofort völlig klar, jetzt ne, die Lichtarbeiterrüstung angezogen und alle Register abends gezogen. Ne? Jeden Abend habe ich gefeuert aus allen Rohren, Liebe, Liebe, Licht, ne? Erlösung, Erlösung. Und jetzt kommt der Schreck, den ich dann erlebte. Eines Abends, wie ich wieder loslege, schießt dieser Mann auf mich zu, als würde er mich schlagen. Lass das endlich mal, ich will das gar nicht, lass mich doch im Frieden. Und ich war sehr peinlich berührt. Da ist ja wohl was schiefgelaufen. Der will das gar nicht. Der will gar nicht meine Hilfe. Starkes Stück. Wie ist das möglich? Was hatte ich falsch gemacht? Na, heute ist es mir klar. Kurs in Wundern gibt eine ganz klare Antwort. Die Antwort lautet, ich hatte seine Würde nicht geachtet, seinen Willen. Ich hatte überhaupt nicht respektiert, dass er so sein wollte, wie er war. Das ist das Problem. Und, zweiter Fehler, ich hatte nicht gesehen, dass in ihm das Höchste bereits ist. Ich dachte, er hätte es nicht. Und bräuchte es jetzt von mir gnädigerweise per ja, Schnellexpress zugeschickt, so ein Paket. Na, hör doch mal, was sind das für Vorstellungen? Ja, da zweifelt man ja wohl langsam, wenn man den Kurs ein bisschen kennt. Das sind verrückte Konzepte, mit denen arbeite ich heute Gott sei Dank nicht mehr. Ich muss keinem Licht schicken, lass das mal. Das ist Unsinn. Die haben alle Licht in sich. Sie haben es nur noch nicht gewählt, vielleicht. Punkt. Mehr ist dazu nicht zu sagen.
Man muss da in dem Sinne für niemanden beten. Man erinnert sich erstens daran, dass man selber das Höchste in sich hat. Ich, wohlgemerkt, ich erinnere mich daran, dass ich das Höchste in mir habe. Dann ist die zweite Frage, habe ich es denn auch gewählt? Bin ich im Frieden Gottes? Nur die Frage interessiert, Leute, Vorbild. Was zählt Vorbild? Wenn ich im Stress bin und wie so ein verzweifelter Lichtarbeiter da jeden Abend rumbete oder Licht schicke und magische Übungen mache, dann ist das nicht überzeugend. Vergesst es. Ein Lichtarbeiter, der im Stress ist und Angst hat um Seelen, die verloren gehen können, der hat einen Konzeptfehler im Geist. Es geht keiner verloren. Es kann keiner verloren gehen. Die Leute schieben nur noch die Erlösung etwas hinaus, mehr nicht. Können wir das bitte mal richtig sehen? Das ist der Punkt. Man kann die Heilung hinauszögern. Ich trage doch auch keinen Menschen zum Zahnarzt, wenn der nicht hingehen will. Der springt mir sofort vom Stuhl und sagt, ich habe noch keine Lust, ich will noch ein bisschen mehr Schmerz erleben. Na, das darf er doch. Und dann irgendwann sagt er sich, und jetzt will ich Heilung, jetzt brauche ich den Herrn da, ja, im weißen Kittel, dass er mir endlich hilft, jetzt darf er. Das ist dann würdevoll. Also, ich erinnere mich daran, dass ich das Höchste in mir habe. Zweite Frage, habe ich schon gewählt? Bin ich im Frieden Gottes? Nur das interessiert. Wenn ich im Frieden Gottes bin, was passiert denn dann? Ich leuchte. Nicht wie eine Funzel. Nicht wie eine Laterne. Geistiges Licht, bitte. Geistiges Licht. Ja? Jenseits unserer Lichtvorstellung. Wenn ich leuchte, dehnt sich Heilung durch mich automatisch aus zu allen anderen, in alle Dimensionen, die wir hier so scheinbar vor uns haben. Diesseits, jenseits, nehmt, was ihr wollt, was euch noch so Nettes einfällt an Konzepten. Das sind alles nur Konzepte, nebenbei gesagt. Es gibt nur den Geist. So. Aber wenn ich in dieser Mitte bin, leuchtet das. Ich nehme mal dieses Bild. Bitte, es sind Bilder, ja? Nagelt mich nicht fest auf Begriffe. Ich muss ja in Bildern sprechen, es geht ja nicht anders. Und jetzt kann dieser arme, scheinbar arme Vater dieses Schulfreundes, ja, so kann der plötzlich das sehen, ne, wenn er das sehen will. Ach, der Reinhard leuchtet so schön, ne? Na, das ist aber schön, ne? Und ach, das tut aber wohl, ne? So, von dem werde ich nicht angegriffen, ich werde nicht verurteilt. Denn zu sagen, das ist ja ein armes Schwein, der braucht dringend Hilfe, ist ja auch eine Form von Verurteilung und Angriff. Weiter ist es ja nicht, weil ich mich dann besser fühlen kann mit meinem dicken spirituellen Ego. Ich sage jetzt mal spirituellen Ego. Das ist nämlich auch eine Form von Anmaßung. Vergesst es. Das sind schlimme Haltungen. Ich achte ja den anderen gar nicht. Ich meine, der braucht mich jetzt. Ohne mein Gebet kann der gar nicht überleben. Da zerfällt die Seele sofort hier. Das ist doch alles verrückt. Das sind verrückte Vorstellungen. Der ist Geist, so wie ich Geist bin. Und es kann gar nicht besser sein, als es eh schon ist. Vielleicht hat er es noch nicht gemerkt. Das ist vielleicht der einzige Unterschied, naja, zwischen uns und Jesus. Von uns zu Jesus. Der einzige Unterschied. Jesus weiß, wer er ist. Der Engel weiß, wer er ist. Ich weiß es vielleicht noch nicht. Das nennt man geisteskrank. Wenn ich nicht weiß, dass ich Geist bin und dass alles bestens ist und nichts passiert ist, dass ich unschuldig bin und frei und in der Totalität Gottes, wenn ich das weiß, alles paletti. Aber wer weiß das schon? Und wer nimmt es ernst? Es zu glauben reicht nicht. Glauben ist der Anfang. Bescheidener, guter Anfang. Ist okay. Aber es zu wissen und zu erfahren, dass ich dieses Licht bin, Licht aus Gottes Licht, Geist aus Gottes Geist, das ist etwas völlig anderes. Und darum geht es im Kurs, dass wir da hinfinden. Denn dann haben wir Frieden. Und dieser Frieden leuchtet und dehnt sich aus auf alle armen Seelen, im Diesseits wie im Jenseits. Amen. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt, das passt dann schon. Da muss ich aber nicht eine Liste jeden Morgen oder jeden Abend abbeten, sage ich jetzt mal so. Haben wir schon an Tante Clara, Onkel Peter, da war noch der, dann vor 20 Jahren, der sitzt sicherlich auch noch fest, das ist alles verrückt. Ne? Also hört auf, ich bitte euch, viel zu anstrengend. Warum sollten wir solche verrückten Konzepte haben? Ich sag's noch einmal, für mich war das sehr peinlich. Dieser Mann schoss eines Abends auf mich zu und ich erlebte es wie Schläge ins Gesicht. Auf meinen Körper, richtig wie, ich dachte, scheiße, was ist jetzt los? Ich dachte, der ist im Raum. Was ist los? Was habe ich gemacht? Ne, wie bei Ghoster in diesem Film, ne? Nachricht von Sam. Scheiße, was ist los? Ich glaube, ich erlebe es wirklich. Ne? Ja, alles nur Kino, macht nichts. Aber trotzdem,
subjektiv habe ich es ja erlebt und ich merkte, ich hatte einen Fehler gemacht. Ich hatte ihn gar nicht geachtet in seinem So-Sein. Achtet die anderen. Was sie erleben, haben sie gewählt. Sollte ich das beurteilen, verurteilen und zwangsweise korrigieren? Habe ich das Recht dazu? Nein, habe ich nicht. Das ist höchstens so Helfersyndrom, ne? Das sind diese wahnsinnigen Helfer, die selber hilflos sind. Frage, aber wie ist das nun zu verstehen, wenn jemand anderer ein Problem hat und ich sage, ich denke an dich? Das nützt ja dann auch häufig etwas und hilft ihm. Ja, natürlich. Und wenn der andere sagt, bet mal für mich, dann darf ich ja auch, ne? Aber immer in der richtigen Weise, dass ich wirklich in ihm das Höchste schon sehe und auch vertraue, dass er es im richtigen Moment wählen wird. Und dann erlebt das, dann hat er nämlich Ruhe. Und dann kann plötzlich auch eine Spontanheilung geschehen. Das kann ja bis in den Körper gehen, ist ja kein Problem. Der Körper ist ja nur die Projektion des Geistes. Ja, verrückter Geist, verrückter Körper. Insofern schon, ja, klar. Nicht? Eins wirkt aus dem anderen. Der Körper ist die Wirkung, der Geist ist die Ursache. In dem Sinne, okay, ja, wir denken an andere liebevoll, aber wir sehen sie bitte nie schwach. Das ist der Haken, dass man meint, hier sei was Schlimmes passiert. Der andere ist so sündig oder so arm dran, für den muss man ja jetzt unbedingt beten, ne? Nein, nein, eigentlich beten wir in Wahrheit immer für uns selber, ne, weil wir Angst haben, das ist klar, nicht? Weil wir meinen, die Nächsten zu sein, die unter der Guillotine liegen, unter der Geistigen, ne? Dass der Blitz Gottes uns noch trifft, natürlich. Die Angst vorm Tod, was ist das? Was heißt das? Es ist die Angst vor Gott, vor dem jüngsten Gericht. Jeder hat hier auch Angst vorm Tod. Das ist der normale Geisteszustand, kranke Geisteszustand eines Menschen mit einem anständig dicken Ego. Ja? Wir haben Angst vor Gott, weil wir den oder vom Tod und fürchten eigentlich insgeheim Gott. Das ist der Punkt, da ist was dran. Und hängen da fest in dieser Schiene. Und wenn ich jetzt erkenne, dass ich überhaupt kein Körper bin, fällt doch das Problem langsam schon mal weg. Dass Körper ein Symbol der Schuld sind. Sind sie. Sie sind gemacht, um Trennung zu verwirklichen. Um Kriege zu führen. Stellt euch mal vor, wir hätten keine Körper. Na, wie wollen wir denn dann Krieg führen? Wie sollen wir denn den anderen umbringen? Und darauf gehen wir jetzt weiter ein. Weil das hat ja Konsequenzen. Diese Geistesschau, wenn wir wissen, wer wir sind, ja, sieht das wieder anders aus. Natürlich wird der Krieg im Geiste geführt, aber Körper exekutieren ihn, buchstäblich. Ausführen heißt das, ne? Exekutieren meine ich, ne? Lateinisch. Ausführen. Eine Exekution ist die ultimative Ausführung, ne? Sprich Hinrichtung, ne? Ganz klar. 485, ne? Genau. 15.1 Das Licht, das sich mit dir und deinem Bruder verbindet, leuchtet durch das ganze Universum, und weil es sich mit dir und ihm verbindet, macht es dich und ihn eins mit eurem Schöpfer. Schön gesagt. Also, wenn ich mich mit dem Geist Gottes, mit der Liebe verbinde, muss ich mich zwangsläufig mit jedem Menschen verbinden, im Geist. Im Geist, bitte, im Geist. Es kann nur so sein. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, so hat Jesus es gesagt, da bin ich mitten unter ihnen. Richtig. Weil Verbindung ist das Symbol der Überwindung der Trennung. Und der Satz, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, ist die ultimative Kriegserklärung. Weil wie soll das gehen? Mit einem anderen nichts mehr zu tun zu haben, hieß es ja, sich ultimativ von ihm trennen zu können. Das ist aber unmöglich. Das sind Vorstellungen. Der rennt mir ja in meinen Albträumen noch hinterher. Natürlich tut er das. Und geschiedene Partner, was tun die? Die träumen voneinander. Manchmal noch 10, 20 Jahre lang, bis sie endlich im Frieden sind, in der Vergebung. Ist doch klar. Das sind besonders intensive Liebes- und Hassbeziehungen, ne? Die sogenannten besonderen. Sechstes Kapitel im Textbuch, Römisch 1, 4, 6. Da ist es schön gesagt, wozu Körper gemacht sind.
Und das hat mit meinem Beispiel eben zu tun, nicht? Dieser Neffe greift aus dem Jenseits seine Tante an. Warum macht er das? Weil er leidet. Nicht, weil er böse ist. Vergesst mal die Idee des Bösen. Alle Bösen sind verzweifelt, die leiden. Ja? Wir wollen das richtig deuten, richtig sehen. Arabisch 4, Seite 92 im Textbuch. Ein Angriff lässt sich letztlich nur gegen den Körper richten. Ganz wichtig. Hier geht es um die Kreuzigung übrigens, in dem Kapitel Golgatha. Die Kreuzigung Jesu. Und dass sie für ihn überhaupt keine Bedeutung hatte. Das dürfte jetzt aber nicht dem Pfarrer erzählen. Dann bin ich auf dem Index, ne? Bin ich vielleicht eh schon, weiß man nicht. Gut, also das könnte er nicht machen. Ne? Ein Angriff lässt sich letztlich nur gegen den Körper richten. Es ist kaum zu bezweifeln, dass ein Körper einen anderen angreifen und sogar zerstören kann. Bis hin zu Auschwitz, wo auch immer, Mauthausen, was auch immer. Offensichtlich. Körper fliegen zum Schluss in den Ofen, werden zerstört, verbrannt, erschossen, erhängt, ertränkt, was auch immer. Nicht schön, keine Frage. Aber was bedeutet der Körper? Was ist der Körper? Der Körper ist nur ein Bild im Geist. Der Geist ist immer da. Diese 6 Millionen haben sich ja nicht aufgelöst. Die sind ja alle da. So, die Frage ist, wie schauen wir sie an? Sehen wir sie richtig? Was ist unsere Haltung dazu? Und erkennen wir, dass wir das auch sind. Wir sind das alles. Wir sind immer gesehen, in Bezug auf die jenseitige Welt auch, auf die sogenannten Verstorbenen, die physisch nicht mehr unter uns weilen. Wir sind erstens total mit ihnen verbunden und wir sind immer in dem Sinne Objekt-Subjekt gesehen. Sie sind da. Wo sollen sie denn sein? Es gibt kein anderes da draußen irgendwo. Es ist eins, geistig gesehen. Und sie, wir sind nach wie vor in diesem Geist. Wir können da nicht rausfallen. Im Geiste Gottes sind wir. Aber wir träumen innerhalb dieses Geistes Gottes von einer Luftblase, heiße Luft. Und diese Luftblase hat eine Information. Trennung, 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 Trennung. Angriff, Angriff, Angriff. Schuld, Schuld, Schuld. Angst, Angst, Angst. Hass, Hass, Hass. Ja, hauen und stechen. Das ist die heiße Luftblase, die Traumblase, so könnten wir es nennen. So, und da spielt der Körper eine Rolle, innerhalb dieses Traums. Da wird ihm eine enorme Bedeutung gegeben und die treibt uns um. Die lässt uns auch leiden. Ein Angriff lässt sich letztlich nur gegen den Körper richten. Es ist kaum zu bezweifeln, dass ein Körper einen anderen angreifen und sogar zerstören kann. Wenn aber Zerstörung an sich unmöglich ist, dann kann etwas, das zerstörbar ist, nicht wirklich sein. Nochmal, wenn aber Zerstörung an sich unmöglich ist, es kann nichts zerstört werden. Das hieße ja, der Gottessohn hat eine Potenz zu zerstören. Das ist ja die Ego-Doktrin. Ah ja, er hat Gott umgebracht. Er hat es getan. Neulich sagte mir eine Frau, ich habe Gott beleidigt. Da sagte ich, mein Gott, bist du mächtig. Da bist du ja irre mächtig. Du hast es geschafft, ihn zu beleidigen. Er ist jetzt sauer auf dich. Das ist enorm. Überleg dir mal, was du da sagst. Ich habe Gott beleidigt. Gott ist traurig über mich. Nein, du kannst Gottes Stimmung beeinflussen. Das ist ja noch enormer. Merkt ihr, wie verrückt das ist? Das glauben wir aber. Dass Gott uns nicht mehr liebt, dass er jetzt seine Liebe zurückzieht und sagt, also mit dem Reinhard will ich nichts mehr zu tun haben. Der war nicht artig da am Dienstag um 15 Uhr. Da hat er jemanden beleidigt, das fand ich nicht lustig, das werde ich ahnden. Der muss dafür Buße tun. Und wenn Reinhard in diesem Konzept lebt und das glaubt an diesen wahnsinnigen Gott, der jetzt Buße fordert, ne, dann wird er ein Opfer bringen. Das macht dann ein guter Mensch. Ich hätte jetzt gerne das andere Wort genommen, aber das ist verbreitet. Nein, nein, der Opferglaube ist nicht nur an kirchliche Gruppierungen gebunden. Ne? Der ist sehr verbreitet, den haben wir alle intus, den haben wir alle drin. Magie, ich muss etwas dagegen setzen, ein Opfer. Was könnte man opfern? Man muss etwas Wertvolles opfern, das muss einem richtig wehtun. Ah, 3 Wochen keine Schokolade mehr. Zu Weihnachten keine Geschenke. Also für mich, für die anderen schon. Aber nur für mich nicht. Merkt ihr? Das sind jetzt magische Rituale. Da versuche ich, diesen wahnsinnigen Gott, an den ich glaube, zu besänftigen.
dass der nur Liebe ist, dass der gar nichts von meinem Wahnsinn und Unsinn hier weiß, das kommt mir überhaupt nicht, ja, in meinem Geist so hoch, diese Wahrheit. Deswegen brauchen wir einen Kurs im Wundern. Auf 1200-1300 Seiten steht jede Seite dasselbe. Ne? Gott ist Liebe, es gibt nur Liebe und der Rest ist Wahnsinn. Bitte aufwachen. Bitte kommt aus dem Kino raus, ihr müsst nicht weiter Kinofilme schauen. Die Frage ist, wie kommen wir da raus? Da wollen wir hin. Ja? Aber wir müssen erstmal das Problem erkennen, dass wir im Kino sitzen. Das ist mal der Anfang, dass wir diese Soße hier nicht so ernst nehmen. Die Filmchen. Oh, wir nehmen das schrecklich. Und dann sagt irgendjemand, ja, ja, also schon richtig, ja, die Nachbarn, naja, ich habe ihn jetzt vergeben. Aber was meine Mutter mir in der Kindheit angetan hat oder mein Vater, ne? Und dann kommt die Soße wieder. Und dann sind wir da, ja, das ist, also das war ja nun wirklich, das habe ich doch erlebt, das weiß ich doch. Ist doch alles. Ich sage, ja, ja, ja. Wollen wir jetzt das Näschen nochmal in den schrecklichen Rucksack stecken? Wollen wir nochmal tief die Soße inhalieren und sagen, wie schrecklich es war? Das ist, sind mentale Spuren im Geist. Eigentlich ist das auch jetzt. Alles ist jetzt. Alles ist jetzt passiert. In einem Augenblick können wir nicht verstehen. Ist völlig klar. Müsst ihr auch nicht drüber nachdenken. Es bringt nichts. Ja. Aber ich sag's euch trotzdem, um euch ein bisschen zu triezen. So, alles ist immer jetzt. Der ganze Wahnsinn der Welt ist in einem Augenblick geschehen. Und wir lieben Zeitlupe. Wir lieben Zeitlupe und Serien. Die 396. Wiederholung von derselben Soße. Damit das Spiel weitergeht. Damit wir unsere Welt, meine Welt ist wirklich. Ich bestehe darauf. Und die Verstorbenen sind genauso wahnsinnig wie ich. Die müssen zwar dann langsam merken, Körper ist nicht mehr, suchen wir uns einen neuen. Wer steht zur Verfügung? Ja, wo kann ich inkarnieren? Das ist dann die nächste Variante, der Traum im Traum. Man kommt wieder und macht wieder dieselbe Soße, tritt wieder aus, geht wieder rein und so weiter. Und manchmal ahnt man ja schon, wer da wieder vor einem steht aus der Familie und so weiter. Ne? Ja, klar, sicher, das gibt es manchmal ziemlich deutlich. Ne? So. Das nennt man den Vererbung auf der genetischen Ebene. Ich sehe das manchmal auch noch etwas anders differenzierter. Letztlich ist es der eine Geist, der eine Gottessohn, der von sich selber in milliardenfacher Zersplitterung träumt,